Hallo liebe Leute, hier ist Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem weiteren Flash-Tutorial zum Thema Twinning. Ich erkläre euch erstmal in diesem Tutorial die Twinning-Arten, die es so gibt. Und zwar fange ich mal an mit dem klassischen Twinning. Um ein klassisches Twinning zu erzeugen, brauchen wir die Instanz eines Movie-Clips. Die Instanz eines Movie-Clips kann ich beispielsweise so erzeugen. Ich erzeuge mir eine Grafik oder mehrere Grafiken, wähle sie aus und sage dann Modifizieren in Symbol konvertieren. Dann gebe ich hier den Mittelpunkt an, ja, ob der jetzt oben in der Ecke liegt oder mittig. Vergebe hier einen Namen, das ist ein Name für mich selber, der mir dann in der Bibliothek sagt, wie diese Instanz heißt. Jetzt habe ich in der Bibliothek hier diese Movie Clip erzeugt und ich habe automatisch auf der Bühne schon eine Instanz von diesem Movie Clip. Wenn ich weitere Instanzen haben will, kann ich mir die aus der Bibliothek auf die Bühne ziehen. Gut, ich brauche aber nur eine Instanz, also lösche ich die wieder mit der Entfernen-Taste. Wenn man ein klassisches Twinning erzeugt, muss man eine Instanz auf der Bühne haben in einer Ebene. Und in dieser Ebene darf sich nichts anderes befinden als diese eine Instanz. Wenn ich mit dem klassischen Twinning meinen Movie Clip vergrößern will oder drehen will, muss ich mir vorher überlegen, wo der Drehpunkt ist, beziehungsweise der Skalierpunkt. Hier habe ich diesen Drehpunkt. Wenn ich den jetzt beispielsweise da hinschiebe und drehe das Ding, ja, dann dreht sich das da um den Punkt. Kann den auch außerhalb verschieben, ja, dreht sich das. Der Punkt ist außerdem auch wichtig für die Skalierung. Ja, wenn ich das skaliere, beispielsweise in der Breite, breitet sich das zu beiden Seiten hin aus. In der Höhe genauso, ne, geht das hier in der Höhe zu beiden Seiten. Wenn ich den Drehpunkt beispielsweise da an den Rand schiebe, breitet sich das in der Breite aus. In der Höhe jetzt wieder zu beiden Seiten, weil er hier in der Mitte liegt. Ne, wenn ich den oben in die Ecke schiebe, ne, breitet sich das so aus. Das muss ich mir vorher überlegen, bevor ich das Twinning mache und bevor ich ein zweites Schlüsselbild erstelle. So, schiebe den wieder in die Mitte. Wenn man hier unten dieses Magnet aktiviert hat und Objekten ausrichten, bleibt dieser Punkt auch automatisch in der Mitte oder am Rand. Schnackt er dann so ein, ne? Richtet er sich automatisch in der Mitte aus. Soweit, so gut. So, das Teil liegt auf der Bühne. Im Registrierpunkt oder Registrierpunkt ist es nicht so, Transformationspunkt liegt in der Mitte. Jetzt erzeuge ich mir ein Schlüsselbild in der Zeitleiste und das mache ich mit F6. Ich klicke also in die Zeitleiste und drücke dann einmal F6. Dann entsteht an der Stelle ein Schlüsselbild und dazwischen sind normale Bilder. In diesem Schlüsselbild ist jetzt die gleiche Instanz drin, die sich eben auch hier befindet. Und in den normalen Bildern ist sowieso immer das drin, was in dem Schlüsselbild vorher definiert wurde. So. Jetzt klicke ich zwischen die beiden Bilder oder ins erste Bild und sage mit rechter Maustaste und sage klassisches Twin erstellen. Dann haben wir hier so eine blaue, dann wird das hier blau und wir haben hier einen Pfeil. Das bedeutet, ich habe ein klassisches Twin. Wenn jetzt hier irgendein Fehler ist, ja, beispielsweise wenn ich jetzt hier in dem ersten Bild eine zweite Instanz reinmache, das darf man ja nicht. Da muss ja nur eine Instanz drin sein und zwar in beiden Bildern die gleiche. Dann haben wir hier so eine gepunktete Linie. Da kann man gleich sehen, das ist ein Fehler. Ne? Muss ich diese Instanz hier wieder rausschmeißen aus dem ersten Bild, dann müsste es eigentlich wieder gehen. Ne? Jetzt ist es wieder richtig. Ne? Also in dem Bild und in dem Bild muss die gleiche Instanz eines Movie Clips liegen. Und dann kann ich zwischen die beiden Bilder klicken und sagen, mit rechter Maustaste und sagen, klassisches Twin erstellen. So, was bedeutet das? Ich kann jetzt in den Bildern die Eigenschaften dieses Movie Clips verändern. Eigenschaften sind XY-Position. X-Position ist die horizontale Position, die wird nach dahin immer größer. Wenn ich beispielsweise hier im Eigenschaftenfenster mal gucke, da sieht man alle Eigenschaften.
Na, hier wird die Exposition immer größer. Hier am linken Rand ist sie 0. Und Y wird nach unten hin immer größer. Ne? Ist am oberen Rand 0. Wenn der Registrierpunkt am oberen Rand ist, ist die Y-Position 0. So, das ist eine Eigenschaft. Jetzt habe ich hier aus Versehen ein neues Schlüsselbild erzeugt, weil ich an der Stelle das verändert habe. Jetzt klicke ich hier mal eben rein, sage Schlüsselbild löschen und gehe dann wieder ins erste Bild und ändere da meine Eigenschaften. Ne? Also entweder im ersten Bild oder eben im letzten Bild. Eigenschaft ist also Position, Größe, ja, wenn ich das skaliere. Dann gibt es Farbeigenschaften. Ne? Ich kann zum Beispiel hier auf Farbeffekt gehen, kann eben einen Farbton zuweisen. Sage hier, wie viel Prozent dieser Farbe der annehmen soll. Ja, dann tweent er das in der Farbe. Er wird jetzt immer größer und verwandelt sich langsam in diese Farbe. Ne, Farbton. Helligkeit ist auch eine Eigenschaft. Heller, dunkler. Transparenz. Ne, ich kann das durchsichtig machen. Sowohl im ersten Bild als auch in dem Bild. Ne? Ich kann jetzt auch hier sagen, machen wir das hier transparent. Muss ich das nur anklicken? Ne? Muss ich den Movie Clip anklicken? Das ist nämlich ein Unterschied, ob ich den Movie Clip anklicke oder ob ich hier ins Bild klicke. Das Eigenschaftenfenster zeigt dann immer was anderes an. Ne? Hier zeigt er die Eigenschaften von dem Bild der Zeitleiste an. Und wenn ich dann direkt auf den Movie Clip klicke, auf die Instanz, zeigt er eben die Instanzeigenschaften an. Wenn ich jetzt hier sage Alpha 0, ist er an der Stelle transparent und kommt dann hier so langsam zum Vorschein. Drehwinkel und. Alles Mögliche kann man einstellen. Ne? Es gibt dann auch noch erweiterte Farbeigenschaften. Da kann man dann bestimmte Farbwerte abziehen oder hinzufügen. Ne? Jetzt nimmt er alle Rotanteile der Farbe raus. Da ich jetzt hier nur eine Farbe habe, bringt das nicht viel. Da muss man das RGB-Modell verstehen und dann kann man das hier ganz gezielt einsetzen. Rotation ist auch eine Eigenschaft. Wenn ich das jetzt hier drehe zum Beispiel, dreht er das. So. Gut, soweit so gut. Was beim klassischen Tween nicht geht, sind die 3D-Eigenschaften. Das kann ich nur mit dem Bewegungstween machen. Das ist bei dem klassischen Tweening nicht möglich. Wenn ich so ein Tweening gemacht habe, dann kann ich außerdem eine Beschleunigung hier definieren. Ich klicke jetzt hier ins erste Bild oder zwischen die beiden Bilder. Und dann haben wir hier Beschleunigung. Und dann kann ich hier sagen 100 am Ende. Wenn ich das jetzt teste, dann sieht man, dass das schnell anfängt und zum Ende hin immer langsamer wird. Wenn die Beschleunigung auf 0 ist, ist das völlig gleichmäßig. Völlig gleichmäßige Bewegung. Oder wenn die auf minus 100 ist, ist es am Anfang langsam und wird zum Ende hin immer schneller. Ich kann außerdem eine Beschleunigungskurve definieren. Das mache ich dann hier, wenn ich auf den Bleistift klicke. Habe ich hier so eine Kurve und habe jetzt hier so Anfasser, wenn ich auf so einen Punkt klicke. Und dann kann ich hier eine Beschleunigungskurve definieren, indem ich diese Anfasser hier so verändere. So, was bedeutet das? Wir sehen hier unten die Bilder. Ja, mein Tweening geht von Bild 0 oder Bild 1 bis Bild 35, ne? So wie man das hier oben auch sieht. Und hier haben wir die Eigenschaft in Prozent, ne? Die Eigenschaft ist ja zum Beispiel, dass der jetzt hier x-mäßig sich verändert, y-mäßig sich verändert und die Farbe verändert oder so, oder die Größe ändert, ne? Und all diese Eigenschaften verändern sich jetzt im Laufe der Zeit, also über die Bilder hinweg. Und wenn die Kurve jetzt hier so ganz gleichmäßig ist,
so, ja, dann ändert sich die Eigenschaft auch eben ganz gleichmäßig. Wenn ich die Kurve jetzt hier so verschiebe, sagen wir mal so, dann sieht man, dann geht das hier am Anfang sehr schnell, ne? In Bild 10 sind wir schon bei 80% oder hier im Bild 15, ja, sind wir schon bei 80%. Normalerweise müssten wir erst hier bei 80% sein, ne? Also das geht hier ganz schnell und wird dann hier immer langsamer, ne? Also das ist die Eigenschaft hier in Prozent und das sind die Bilder und das kann man hier verändern. Ich kann sagen, eine Einstellung für alle Eigenschaften. Ich kann mir aber auch für verschiedene Eigenschaften verschiedene Kurven machen, ne? Ich kann sagen, die Position mache ich mit der Beschleunigung und die Größe halt mit einer anderen. Ne? Skalieren mache ich halt mit der Beschleunigung oder Farbveränderung oder was auch immer. Ne? Ne? Jetzt sieht man wieder, wie das nicht mehr gleichzeitig passiert. Ne? Der bewegt sich ganz schnell, wird dann immer langsamer in der Bewegung. Aber das Größerwerden, ne, das verhält sich quasi genau andersrum. Ne, weil ich das in der Beschleunigungskurve eben so definiert habe. Ich kann in dieser Beschleunigungskurve auch hier Punkte bilden, Punkte hinzufügen, indem ich einfach da auf die Kurve klicke und dann geht er quasi vor und zurück, ne? Ich habe das jetzt hier mit der Position gemacht. Jetzt geht er hier wirklich bis zum Ende. Im Bild 10 ist er hier am Ende angekommen, wandert dann wieder zurück bis 20%. Das heißt, er geht jetzt nach da, geht wieder zurück und geht dann wieder bis zum Ende. Das ist die Beschleunigung. Und er hört aber immer hier am Ende auf. Ne? Ich kann jetzt nicht diesen Punkt hier am Ende irgendwie nach unten schieben, dass der quasi am Ende nicht an der Position ankommt, sondern irgendwie wieder zurückwandert oder so. Ne? Das geht nicht. Das geht aber bei dem normalen Bewegungstween, da kann man das machen. Aber nicht beim klassischen Tweening. Gut, dann gibt es noch eine Sache. Warte mal, ich mache die Beschleunigung hier mal wieder weg. Ich sage eine Einstellung für alle. Und mache das mal hier wieder so auf normal. Und jetzt gibt es hier noch eine Sache, zum Beispiel die Drehung kann ich hier noch einstellen. Ich kann sagen automatisch. Das heißt, dann dreht er sich so, wie ich das hier einstelle. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Drehung mache, dann dreht er das dahin. Oder ich sage, dreh dich im Uhrzeigersinn und zwar genau einmal. Ne? Dann macht er genau eine Drehung. Ne, das kann man dann da einstellen. Man muss dann in das Bild klicken in der Zeitleiste und kann dann hier sagen, ne, dreh dich einmal, dreh dich zweimal, etc. So, was kann man noch machen? Ich kann sagen, der soll sich jetzt nicht hier auf einer geraden Linie bewegen, sondern er soll irgendeinen bestimmten Weg einnehmen. Und dazu klicke ich hier auf diese Ebene mit dem Tweening und sage, klassischen Pfad hinzufügen. Also ich klicke mit rechter Maustaste auf die Ebene klassischen Pfad hinzufügen. Dann entsteht hier eine neue Ebene und diese ist hier so ein bisschen versetzt, ne, unter dieser Pfadebene. Das heißt, diese beiden Ebenen hören zusammen. Ne? Diese ist hier so ein bisschen mit dieser Pfadebene verknüpft. Ne, das erkennt man daran, dass sie hier so ein bisschen versetzt ist. So, auf dieser Pfadebene kann ich jetzt eine Linie definieren. Wenn ich jetzt beispielsweise hier einfach eine Linie zeichne, mit dem Stiftwerkzeug oder mit dem, ja, mit dem Stiftwerkzeug oder mit dem Freihandwerkzeug oder wie auch immer, ne, wenn ich da eine Linie zeichne, dann kann ich sagen, der Movie Clip soll an dieser Linie animiert werden.
Diese Linie ist jetzt ziemlich hackelig. Die klicke ich jetzt einfach mal doppelt an, damit die komplett ausgewählt ist. Und das Ganze mache ich mit dem Auswahlwerkzeug. Und dann kann ich bei dem Auswahlwerkzeug hier sagen, glätten. Ja, dann klicke ich da zwei, dreimal drauf. Und dann ist die ein bisschen glatter. Dann ist sie nicht so hackelig. Ne, des Weiteren kann ich hier auch an die Linie gehen und die nochmal so ein bisschen verschieben, abrunden, etc. So, jetzt gehe ich hier unten auf der Ebene, wo mein Movie Clip ist, auf diesen Movie Clip. Und der Movie Clip hat hier in der Mitte so einen runden Punkt. Und dieser Punkt, der muss an dieser Linie anschnacken. Das mache ich einmal hier in dem ersten Bild. Und jetzt klicke ich hier ins letzte Bild und schiebt den da auch an die Linie. Und man sieht schon, dass der da so dran schnackt. Ach, jetzt habe ich das hier ein Bild zu früh gemacht. Ich lösche mal eben das Schlüsselbild. Schlüsselbild löschen. So, mache das jetzt in dem hier nochmal. Ich klicke das da an und schiebe das da so drauf, ne? So, ich habe immer noch die Zoom von einmal, ne, in dem Tweenie habe ich immer noch eingestellt, im Uhrzeigersinn einmal drehen, ne, deswegen dreht er sich da einmal. Das mache ich aber wieder weg, ne, diese Drehung nehme ich mal wieder raus, weil ich euch noch was anderes zeigen will. Hier mache ich mal ohne. So, und jetzt dreht er sich hier so gerade. Wenn das jetzt ein Auto wäre, wäre das ja ziemlich blöde, ne, weil das Auto ja immer waagerecht stehen würde. Und wenn er den Berg rauf und runter fährt, ne, dann muss er ja irgendwie mit dem Berg so mitgehen. Ne? Ich kann den Movie Clip ja auch mal eben in ein Auto verwandeln. Ich klicke den einfach doppelt an. Jetzt bin ich in dem Bearbeitungsmodus von dem Rekt. Hier steht Rekt. Ne? Jetzt mache ich mir mal ganz schnell ein Auto daraus. Und mein Auto kriegt hier zwei Räder. Ja, sieht mir aus wie ein Trecker. Und hier kommt jetzt noch ein Fenster in meinen Trecker. Wenn jetzt mein Trecker an der Linie entlang fährt, ne, dann sieht das ja unecht aus, weil der immer waagerecht ist. Ne? Ich mache den hier auch mal ein bisschen kleiner. Ne, ich klicke da wieder doppelt drauf, bin ich in dem Bearbeitungsmodus von dem Trecker. Dann kann ich den kleiner ziehen. Muss ich nur mal gucken, ob der wirklich nur an der Linie ist. Ja, ist er. Gut. So. Was kann ich machen? Ich kann auf das Tweening klicken. Ne? Also ich klicke hier auf das Tweening in der Zeitleiste und wähle hier an Fahrt ausrichten. Und dann dreht er sich mit der Linie mit. Da der allerdings jetzt hier bei dem Start die falsche Richtung hat, das kann Flasher nicht wissen, was die richtige Richtung ist, dreht er das etwas falsch. Ne? Der muss natürlich jetzt beim Start auch in der Richtung ausgerichtet sein, die da richtig ist. Ne? So. Wenn er hier den Berg rauffährt, muss er dann auch die entsprechende Richtung einnehmen. Und das mache ich dann im ersten Bild. Ja, und siehe da, dann funktioniert das auch. Sollte das trotzdem nicht funktionieren, ne, sagen wir mal, oh, das funktioniert nur an einigen Stellen, kann man auch hier, ne, im Nachhinein Schlüsselbilder einfügen und das dann einfach an der Stelle mit dem Transformationswerkzeug anklicken und drehen. So, dass das passt. Gut, das ist eine Fahrtanimation.
Diese Fahrtanimation kann man übrigens auch mit einem Bewegungstween machen. Ich mache euch das mal vor. Ich klicke jetzt hier auf den Pfad und mache den Haken bei Führungsebene raus. Jetzt ist das keine Fahrtanimation mehr, jetzt ist es ganz normales Tweening. Ne? So, jetzt mache ich hier auch mal eben das Tweening weg, Tween entfernen, mache das Schlüsselbild weg, Schlüsselbild löschen. Jetzt habe ich hier ganz normal mein Auto. Lösche ich mir auch. So, hier habe ich ein Auto. Und jetzt sage ich hier Bewegungsfeen erstellen. Und dann macht er ja das Bewegungsfeen. Und dieses Bewegungsfeen, da habe ich ein anderes Videotutorial gemacht. So, jetzt bewege ich das auch von hier nach da. Und dann macht er das. Ne? Wenn ich jetzt hier auch so eine Linie haben möchte, die ich zeichne, kann ich machen. Ich mache mir hier mal eben kurz eine neue Ebene, zeichne da so eine Linie rein. Mache mir die hier eben auch mal eben ein bisschen rund, ne? Klicke die doppelt an. Runde die hier ein bisschen ab, so, jetzt ist es okay, jetzt passt es. Kommt der jetzt nicht drauf an, ist ja jetzt nur mal eben so zum Demonstrieren, muss ja jetzt nicht schön werden. Warte mal, hier mache ich es mir noch mal ein bisschen runder, das ist mir doch ein bisschen so. Nochmal runter, so. Die Stelle nochmal runter. Das will er irgendwie nicht, ne? Egal, so, das soll genügen. Jetzt nehme ich diese Linie, klicke die doppelt an. Sage Steuerung X, das ist ausschneiden, also kopieren und löschen. Und dann gehe ich einfach in diese Bewegungsfeed-Ebene rein, sage Steuerung V. Und dann füge ich da die Linie rein und dann geht er auch an der Linie entlang. Ne? Also beim Bewegungsfeed kann man einfach eine Linie in die Ebene rein kopieren. Und dann geht er auch an diese Linie. Gut. Jetzt gibt es noch ein Tweening, und zwar das Form-Tween. Beim Form-Tween brauche ich eine ungruppierte Grafik. Eine Grafik ohne Objektzeichnung. Ich mache das mal. Ich habe Objektzeichnung deaktiviert. Wenn man die doppelt anklickt, oder wenn man die Fläche einmal anklickt, ne, sieht man an diesem geriffelten Muster, es ist eine Formgrafik, ne? Es ist keine gruppierte Grafik. Wenn ich eine gruppierte Grafik hätte, müsste ich sagen, modifizieren, Gruppierung aufheben oder teilen. Jetzt mache ich mir hier ein Schlüsselbild rein mit F6 und ändere hier die Form meiner Grafik. Dann gehe ich dazwischen und sage Form-Tween erstellen. Und dann macht er hier diese Veränderung. Ich kann bei der Veränderung sogar die Farbe verändern. Ne? Das geht. Auch dann macht er diese Formveränderung. Jetzt weiß Flash ja nicht, ob ich das jetzt hier, ob ich diese Form jetzt hier irgendwie genommen habe und die verändert habe. Ich kann natürlich jetzt hier auch einfach eine andere Formgrafik reinzeichnen. Ne? Das ist grob wie gesprungen. Hauptsache, das ist eine ungruppierte Formgrafik. Das ist entscheidend. Außerdem ist noch wichtig, dass die Form ähnlich ist. Ja, das heißt, wenn diese Form eine Linie hat, eine Außenlinie, sollte die auch eine haben. Ne? Wenn die keine Außenlinie hat und die andere hat eine, dann weiß Flash auch manchmal nicht so genau, wie er das machen soll. Ne? Meine, gut, hier funktioniert es jetzt, aber manchmal gibt das Probleme. Oder wenn die Grafik ein Loch hat, ne, ich mache mal hier ein Loch rein, indem ich hier mit dem Radiergummi ein Loch rein mache. Und die andere hat kein Loch, das ist eine andere Art von Form, dann weiß er nicht, welcher Punkt zu welchem werden soll. Das heißt, wenn die Grafik jetzt auch ein Loch hat, dann ist das nicht so das Problem. Dann ist das eine ähnliche Form, dann kann er das Loch zum Loch machen und gut ist, ne. Also die müssen ähnliche Formen haben.
Wenn ich jetzt beispielsweise mal mit Buchstaben das machen will, kann man ja machen. Ich nehme mal einen Buchstaben. Sagen wir mal ein großes A. Oh, das ist jetzt aber eine blöde Form. Nehmen wir mal eine andere Schrift. Nehmen wir mal die hier, ne? So, jetzt sage ich modifizieren, teilen. Wenn ich mehrere Buchstaben hätte, müsste ich das zweimal machen. Müsste ich zweimal modifizieren, teilen machen. So, jetzt habe ich hier eine A. Mache hier ein Schlüsselbild rein. Mit F6. Und will jetzt hier einen anderen Buchstaben erstellen. Sagen wir mal L oder so, ja. Jetzt hat das L allerdings kein Loch. Das ist ein bisschen ein Problem. So, das A lösche ich mir mal, das L teile ich, modifizieren, teilen. Dann mache ich das immer folgenden Trick. Ich mache mir jetzt dahinter noch ein Schlüsselbild und in dem L, was für das, also in dem Schlüsselbild, was für das Tweening gilt, da mache ich mir jetzt hier so ein kleines Loch rein. Ne? Ich nehme mir mal hier dieses Polygon, also das Lasso im Polygonmodus. Mache mir hier so ein Dreieck rein. Doppelklick und lösche Jetzt sage ich hier Form Tween erstellen. Das hat da ja auch ein bisschen ein Problem, ne, weil das Loch so hoch ist. Ich mache das mal etwas tiefer, das Loch. Man kann hier ja auch schön sagen, er soll mir beide Bilder anzeigen. So. Oder ich mache das Tweening nochmal eben weg, Tween entfernen und sage hier, er soll mir beide Bilder anzeigen. Dann sehe ich da das A, da das L. Und dann mache ich mir in dem A hier, in dem A ist da das Loch. Dann mache ich das in dem L, Moment. In dem L auch hier. Mal gucken, ob das dann besser klappt mit dem Form-Tween. Nee, nicht wirklich. Ne? Also der wandelt das jetzt irgendwie so komisch um. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann mir Punkte setzen. Und zwar gehe ich jetzt hier ins erste Bild, sage modifizieren, Form, Formmarke hinzufügen. Und ziehe die Vormarke hier oben auf die Ecke. Dann gehe ich hier in das Bild rein und ziehe mir die Vormarke auch da oben auf die Ecke. Dann wird der Punkt zu dem Punkt. Und siehe da, schon funktioniert das Ganze viel besser. Ne? Jetzt erkennt er das, was zu was werden soll. Und wenn das jetzt bei einem Punkt noch nicht geklappt hat, mache ich einen zweiten hinzu. Ne? Modifizieren, Form, Vormarke hinzufügen. Nehme den zweiten Punkt, gehe dann in das hintere Bild rein, ziehe den zweiten Punkt dahin. Ne? Das gefällt mir übrigens viel besser, das lasse ich so. Wenn das halt immer noch nicht geklappt hätte, mache ich noch einen dritten und einen vierten. Manchmal macht dann, wenn man mehrere Punkte gemacht hat, dann irgendwann Murks, dann ist es manchmal nochmal besser, man fängt nochmal neu an. Hier ist nur, dass die Punkte, macht man am besten gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn, aber die dürfen nicht kreuz und quer liegen. Ne? Ich darf also, wenn ich jetzt hier A, B, C, D, E mache, so rundherum, dann ist das in Ordnung, aber ich darf nicht machen A, C, B und dann kommt G und dann das E oder so, ne? Das muss also schön in der Reihenfolge bleiben. Formtween. Und dann mache ich das da, mache ich den Kreis weg oder mache ihn kleiner oder so. Dann fällt das gar nicht auf, ne? Wenn das Loch dann da verschwindet. Gut, das ist das Formtween. Form-Tween, klassisches Tween. Und was es noch gibt, ist das Bewegungstween. Das hatte ich ja schon erklärt in meinem anderen Videotutorial.
Und damit hätte man dann alle drei Tweening-Arten abgedeckt. Ich benutze immer noch häufig das klassische Tweening, weil das einfach zu handhaben ist, ne? Ich muss nur diese Regel beachten, dass ich in beiden Bildern eben die gleiche Instanz habe und kann dann auf der Ebene mit dem Typen weitermachen, was ich will, ja, kann weitere Schlüsselbilder hinzufügen. Ne, brauche ich mich da nicht irgendwie groß um irgendwelche Besonderheiten zu kümmern oder so. Ne? Das ist eine einfache Sache, dieses klassische Tweening. Wenn ich natürlich komplexere Animationen benötige, ne, dann ist es manchmal besser, auf dieses Bewegungstween zurückzugreifen. Bei dem Bewegungstween gibt es ja dann auch noch die Voreinstellung, die Bewegungsvoreinstellung. Das zeige ich euch auch mal eben. Das hatte ich in dem anderen Video-Tutorial über das Bewegungstween noch nicht erklärt. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise sagen wir, ich mache jetzt hier mal so wieder so einen Movie-Clip. So, modifizieren, Symbol konvertieren. Dann gehen wir mal Ball. So, jetzt habe ich hier den Movie-Clip und jetzt gehe ich hier auf Bewegungsvoreinstellung. Und da habe ich jetzt ganz viele Bewegungen drin, zum Beispiel großer Sprung, auch pulsieren, vergrößern, 2D, hereinspringen, 3D und so weiter und so weiter. Ja, weiß ich nicht, was nehme ich denn jetzt mal? Ich nehme mal Spring Smosh. So sieht das aus. Und klicke das an, sag anwenden, ne, hier unten anwenden und dann macht er das. Ne, wenn man sich das jetzt anguckt, sieht das Ganze dann so aus. Ne? Also da hat man eben auch schon eine Menge Bewegungen drin, die man benutzen kann und die sehr schön realistisch gemacht sind. Ne? Gut, das soll es gewesen sein mit meinem Tutorial über die verschiedenen Tweening-Arten. Viel Spaß damit, macht's gut. Euer Michael Albers. Guckt euch auch die Werbung an, ne, weil wenn er die wegklickt, dann habe ich ja nichts davon in meinen Videotutorials. Tschüss, Sikorski. Besucht meine Homepage auf www.pastapixel.de. Euer Michael Albers.